Schräg, skurrile Klänge in bußfertigem Gemäuer. In der Auferstehungskirche zu Barmbek fand dieser Tage das wohl ungewöhnlichste Konzert des Jazz-Sommers Barmbek statt. Das U-Boot-Orchester blies, zupfte, strich, drehte und malte vor rund 30 Wagemutigen. Wir üben eigentlich auch kaum. Wir spielen eigentlich mehr. Also die Aufführungen sind eigentlich wirklich... Wir wissen am Anfang manchmal gar nicht, was passieren wird nach einer halben Stunde. Die Formation schichtet simple Klangbilder zu monumentalen Tontürmen auf. Von total schräg bis melancholisch maritim. Jazz erzeugt mit klassischen Instrumenten, aber auch mit exotischen Tonwerkzeugen. Das ist eine sogenannte Sheng, eine chinesische Mundorgel, ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre alt, also vom Ursprung her, die natürlich jetzt nicht. Aber wenn man jetzt nach oben blickt, dann sehen wir die ganz normale Kirchenorgel und das ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater oder die Urgroßvaterin oder... Der Jazz als Musikrichtung hat derzeit nicht leicht. Oft verkannt, viel verpönt, ganz so wie der Stadtteil, in dem das Sommerfest seit Juni nun gastiert. Leider Gottes kriegt man in Hamburg viel zu wenig über die Außenbezirke mit. Es findet schon viel Musik statt, aber es ist natürlich immer schwierig. Und für Jazz dann vielleicht nochmal besonders schwierig, weil man immer glaubt, das wäre so für ganz wenige Leute nur. Und das ist natürlich mein Bestreben, auch Jazz so ein bisschen mehr publik wieder zu machen. Das ist keine Musik, die wehtun muss. Jede Musik kann wehtun, aber das tut sie in den seltenen Fällen. Eine bizarre Collage aus Tonmustern, Pinselstrichen und der gemauerten Örtlichkeit. Diejenigen, die gekommen waren, wussten, worauf sie sich einließen. Die Kombination aus im Moment erschaffenen Melodien und originellen Instrumentierungen und der ganzen Atmosphäre und einem im Moment erschaffenen kleinen Kunstwerk sind einfach überwältigend. Sie sind nicht fremd, diese Klänge, weil die Klänge, die es auf der Orgel gibt, sind auch ganz breit. Also insofern ist es nicht wirklich fremd, sondern passt wunderbar in diesen Klangraum. Und es ist ein Erlebnis, das zu sehen und zu hören. Es ist nicht leicht verdaulich, ne? Man muss da schon eine gewisse Offenheit mitbringen oder eine gewisse Vorprägung. Das ist sicher nichts für jeden. Eine Musik, die schwer zu beschreiben und manchmal noch schwerer anzuhören ist. Aufgeschlossene sollten sich aber die nächste Performance des U-Boot-Orchesters nicht entgehen lassen.